Willkommen. Thema dieser Mindmap ist die Frage, wie man bestimmte Wertpapiere überträgt. Und was ist mit bestimmte Wertpapiere gemeint? Wir sprechen von Inhaberpapieren. Ja, also zum Beispiel ein Geldschein ist ein Inhaberpapier. Wir sprechen von Orderpapieren. Und wir sprechen von Rektapapieren. Inhaberpapiere, der Geldschein, Orderpapier, der Wechsel zum Beispiel, das Rektapapier, zum Beispiel der Namenslagerschein, wo also ein bestimmter Name draufsteht als berechtigter Empfänger dessen, was gelagert ist. Ja, im Außenhandel durchaus üblich sowas. Wie werden diese verschiedenen Arten von Papieren übertragen? Inhaberpapiere werden leichter übertragen als Orderpapiere und Orderpapiere leichter als Rektapapiere. Hier ist also eine gewisse Dramaturgie drin. Leichter, schwieriger, ganz schwierig. Und zwar was? Nicht das Papier, sondern die Übertragung des Papiers. Bei Inhaberpapieren ist es am leichtesten. Das erfolgt durch Einigung und Übergabe. Wenn Sie ein bisschen Rechtskenntnisse schon haben aus irgendeiner Richtung, dann wissen Sie, das ist die Regel, wie man bewegliche Gegenstände rechtswirksam überträgt. Durch Einigung und Übergabe. In dem Fall der Sache und des Geldes. Ja, wenn es um den Verkauf geht von irgendwas. Bei Inhaberpapieren gleicher Gedanke, Einigung und Übergabe. Also Beispiel Geldschein. Ist ein Beispiel für ein Inhaberpapier und auch ein Beispiel dafür, wie man ihn überträgt. Man nennt das auch, weil die Übertragung hier leicht ist. Ja, also Übertragung ist hier leicht und für dieses leicht gibt es einen Fachbegriff. Man nennt das fungibel. Ja, Geldscheine sind sehr fungibel, sie müssen sehr fungibel sein, denn ihre Eigenschaft ist zu fließen. Ja, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ja, natürlich, man kann auch Sparvermögen bilden, ganz klar. Aber eine der wesentlichen Qualitäten eines Geldscheins ist, dass er eben leicht übertragbar sein muss. Sonst würde die Übertragung von Gütern und auch von Dienstleistungen sehr, sehr schwierig sein. Und die Leichtigkeit der Übertragung nennt man eben dann Fungibilität. Und wenn etwas leicht zu übertragen ist, dann nennt man das, es ist fungibel. Orderpapiere. Orderpapiere werden übertragen durch Einigung. Und Übergabe kommt auch, aber jetzt kommt noch ein Wort dazwischen. Ja, es ist ja jetzt schwieriger hier. Jetzt kommt dazwischen das Indossament. Einigung, Indossament und Übergabe. Kommt also ein Element hinzu. Damit ist die Übertragung schwieriger. Oder das Ganze ist nicht mehr ganz so fungibel. Ein Beispiel dafür. Der Wechsel. Der Wechsel ist ein sogenanntes geborenes Orderpapier. Das kann man also gar nicht anders übertragen als so. Einigung, Indossament und Übergabe. Geborenes Orderpapier. Und dann gibt es noch ein Beispiel für ein gekorenes Orderpapier. Das ist zum Beispiel das Konossament, das ist ein Schiffsfrachtpapier, das eine große Rolle spielt im internationalen Wirtschaftsverkehr. Das ist ein sogenanntes gekorenes Orderpapier. Das heißt, man kann es so gestalten, dass es nur auf diese Art und Weise übertragen werden kann. Jetzt noch eine Frage offen. Was ist denn das Indossament? Klären wir auch das noch. Das Indossament ist nichts anderes als ein Übertragungsvermerk.
Steht also auf dem Papier drauf, wer es an wen übertragen hat, einfach gesagt. Ja, und man kann, jetzt mal von Ausnahmen abgesehen, sogar im Grunde sehen, durch welche Hände es gegangen ist. Man spricht da von einer indossamenten Kette. Ja, wenn das Papier mehrfach übertragen wurde und wenn es da jetzt keine Ausnahmen gibt und Blanko-Indossamente zum Beispiel, das kann man auch machen, wenn wir das alles mal weglassen, dann kann man also sehen, durch welche Hände das Papier gegangen ist, weil es im Übertragungsvermerk vermerkt ist. Also Einigung, Übertragungsvermerk und Übergabe. Wir sehen also, dieses Element hier, Indossament, ist dazugekommen. Damit ist die Übertragung schwieriger geworden. Es ist also weniger fungibel. Die Orderpapiere sind weniger fungibel. Und dann haben wir noch direkte Papiere. Und auch hier Einigung. Einigung ist immer. Ja? Dann kommt dazu aber die Zession. Das Wort Indossament wird jetzt ersetzt durch Zession und auch hier wieder die Übergabe. Einigung, Zession. Eine Zession ist eine Abtretungserklärung. Ja, nehmen wir das direkt mal mit auf hier. Zession gleich Abtretungserklärung. Es reicht also jetzt nicht mehr aus, dass man einfach ein Übertragungsvermerk macht, wie das Indossament es darstellt, sondern dass man hier wirklich die Rechte aus dem Papier abtritt durch eine ausdrückliche Abtretungserklärung. Einigung, Zession, Übergabe. Damit ist die Übertragung sehr schwierig. Und damit ist die ganze Geschichte nicht fungibel. Ja, hier will man also, dadurch, dass man das so gestaltet hat, nicht, dass das Papier zirkuliert, im Gegensatz zum Inhaberpapier. Hier will man, dass es viel zirkuliert. Aber bei den Rektapapieren ist im Grunde die Übertragung ganz stark eingeschränkt. Die Übertragung ist schwer gemacht. Und ein Beispiel ist der Namenslagerschein. Ja, das kann man nur, also die Rechte an bestimmte Güter zu kommen, die im Lager gelagert sind, wozu der Namenslagerschein berechtigt. Diese Rechte kann man nur übertragen, wirklich durch eine Zession. Ja, ansonsten muss der Namenslagerschein, um an die Ware zu kommen, von dem genutzt werden, dessen Name dort drauf steht. Ja, hier ist die Übertragung also mühsam oder das Ganze ist nicht fungibel. Die Übertragung ist sehr schwierig. Ja, das war es schon zur Übertragung dieser drei Gruppen von Wertpapieren. Alles Gute, Marius Ebert.